Tag für Tag auf unzähligen Anwendungsgebieten rund um unsere Erde arbeiten elektronische Bauelemente von Ferranti zum Nutzen der Menschheit. Eine auf einem einzigen Chip aus Siliziumkristall aufgebaute Schaltung übernimmt die Leistung von bis zu 12.000 elektronischen Bauelementen. Um die Vielschichtigkeit und Leistungsfähigkeit der verschiedenen elektronischen Bausteine zu verstehen, müssen wir die gewohnten Begriffe und Maßstäbe der sichtbaren Welt hinter uns lassen. Wir betreten eine neue Welt mit einer eigenen Sprache, eine Welt mikroskopischer Dimensionen, eine Wunderwelt immer kleiner werdender integrierter Schaltungen. Wunder der Miniaturisierung. Die winzige Größe der heute verwendeten integrierten Schaltungen kann man sich kaum noch vorstellen. Und schon allein ihre Herstellung ist eine fertigungstechnische Spitzenleistung. So ein elektronisches Wunderwerk entsteht aus einer Reihe von mikrominiaturisierten Masken, mit deren Hilfe Schaltungen geschaffen werden, die in eine polierte Siliziumscheibe eingebettet sind. Die Kombination von Siliziumscheibe und Leitungsmuster ergibt eine stattliche Reihe identischer Schaltungschips. Jedes Chip ist ein winziges elektronisches Gehirn und jede Scheibe enthält über 1 Million elektronischer Bauelemente. Die Anfertigung der Masken beginnt mit dem vom Computer unterstützten Entwurf des Layouts. Aufgabe des Computers ist es, Entwürfe von Schaltungen, Logik oder Transistoren in Masken zu übertragen, durch die schließlich Schaltelemente in den verarbeiteten Siliziumscheiben entstehen. Die Masken der einzelnen Transistoren, Dioden und Widerstände werden auf einem Bildschirm ausgelegt. Alle einfachen Masken kommen zuerst. Viele serienmäßige integrierte Schaltelemente sind auf Magnetbändern gespeichert. In den weitaus meisten Fällen können Standardentwürfe, das Ergebnis langjähriger Erfahrung, beliebig abgerufen werden. Die Eingabe von Änderungen, neuen Leitungsmustern, komplizierten Befehlen und Arbeitsanweisungen erfolgt über einen Tablet-Digitizer. Ein neues Bauelement wird in das Layout eingefügt, während das Leitungsmuster für jede einzelne Schicht entsteht und in eine Siliziumscheibe eingebettet wird. Auf dem Tablet Digitizer wird eine Verbindung gezeichnet und vom Computer genau positioniert. Zum Schluss werden große Flächen des verknüpften oder noch unverknüpften Leitungsmusters sorgfältig kontrolliert. Jede Schicht in der dreidimensionalen Schaltung kann getrennt oder in beliebiger Kombination dargestellt werden. Bildausschnitte des Leitungsmusters können herausgezeichnet und zur Überprüfung auf den Bildschirm projiziert werden. Das Leitungsmuster ist nun fertig. Jede Schicht ist definiert. Nun werden die komplizierten Daten des Entwurfs auf einem Lochstreifen gespeichert. Die Entwurfsphase ist damit abgeschlossen. In der nächsten Arbeitsphase wird ein Vorlagensatz auf Kunststofffolie erstellt und fotografisch auf die Größe einer Mikroschaltung verkleinert. Der Lochstreifen mit dem gespeicherten Leitungsmuster steuert das Messer zum Einschneiden der Struktur in die obere, lichtundurchlässige Schicht einer Zweischicht-Kunststofffolie. Der nächste Schritt besteht darin, ein Layout entsprechend den auf dem Bildschirm dargestellten Mustern herzustellen. Das Layout ist in einen großen Maßstab gehalten, um die für die endgültige, integrierte Schaltung erforderliche hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Die Originalvorlagen sind nun zur fototechnischen Verkleinerung bereit. Jede integrierte Schaltung hat ihren eigenen Maskensatz. Die Variationsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
Maskenvorlagen werden nun fotografisch verkleinert. Der erste Schritt zur Reduzierung auf eine mikrominiaturisierte Schaltung. Die jetzt 25 Mal verkleinerten Maskenformen werden auf Fotoplatten aufgenommen. Nach diesem ersten Reduktionsschritt werden die Fotoplatten auf Strichbreite und Kantenschärfe geprüft. Die Fotoplatten, Ergebnis des ersten Reduktionsschritts, werden in eine ausgereifte automatische Fotobelichtungseinrichtung, einen sogenannten Repeater des Typs Jade, eingegeben. Die lichtempfindlichen Masken werden bei Rotlicht geladen. Der Abstand zwischen den vervielfältigten Bildern wird auf dem Belichtungsfeld eingestellt. Die Jade-Kamera verkleinert das Plattenbild nun nochmals, diesmal im Verhältnis von 10 zu 1. Nun arbeitet das Mikroskop schrittweise und vervielfältigt identische Bilderreihen der Masken, die von der ersten Kamera aufgenommen wurden. Daraus ergibt sich die endgültige Maskenform mit beliebig oft vervielfältigten, bis zu 100, manchmal auch tausenden Bildern. Jede neue Maske wird unter dem Mikroskop geprüft. Prüfungskriterien sind immer noch die gleichen. Strichbreite, Kantenschärfe, Fehler jeder Art. Jede Maske gehört zu einem dreidimensionalen Maskensatz, der äußerst genau justiert werden muss. Mithilfe von Farbcodes werden die einzelnen Masken und ihre dreidimensionale Beziehung zueinander innerhalb eines jeden Maskensatzes geprüft. Die Genauigkeit der Justierung zwischen den Masken untereinander wird durch eine Endprüfung mit zwei fest miteinander verbundenen Mikroskopen gewährleistet. Die Bedienungsperson wählt die Ecke einer Maske und bringt sie mit der nächsten Maske in genaue Übereinstimmung. Nach dem Ausrichten der Masken auf einer Seite wird das Mikroskop quer über die Maske zur Prüfung der gegenüberliegenden Seite gefahren. Das Leitungsmuster ist nun ausgebildet. Die nächste Aufgabe ist es, die Schaltung auf hochreine Siliziumscheiben zu übertragen. Die Scheiben werden poliert, bis sie optisch plan sind. Zur Erzeugung einer feuchten Atmosphäre im Diffusionsofen, in dem das Silizium oxidiert wird, verwendet man Wasser. Die oxidierte Schicht wird mit einer lichtempfindlichen Emulsion überzogen. Die Oxidschicht bildet eine selektive Sperre bei den nun folgenden Diffusionsschritten, bei denen die Schaltelemente definiert werden. Jetzt kommen die lichtempfindliche Scheibe und der Maskensatz zum ersten Mal zusammen. Beide Teile werden optischen Justiergeräten zugeführt, in denen die erste Maske des Satzes auf eine Scheibe gelegt wird. Die Maske wird justiert. Und das Bild auf die lichtempfindliche Scheibe kopiert. Die Entwicklung geht wie bei der konventionellen Fotografie vor sich. Die freibleibenden Stellen der Oxidschicht werden später durch Säure abgeätzt. Dann werden die Scheiben einer Diffusionsanlage zugeführt. Fotografische und thermochemische Prozesse wechseln einander ab. Die Scheiben werden nun in einen Hochtemperatur-Diffusionsofen eingebracht. Die Diffusion trennt die Bauelemente voneinander und stellt in der Siliziumscheibe Verbindungen her, die Transistoren, Dioden und andere Schaltelemente bilden. Die Leitungsmuster erscheinen auf der Oberfläche,
die wiederum zum Kopieren der nächsten Maske des Satzes vorbereitet wird. Bei jeder Vervielfältigung muss das neue Leitungsmuster durch ein Projektionsmaskiersystem deckungsgleich über dem vorherigen Muster justiert werden. Die wechselnde Folge fotografischer und thermochemischer Vorgänge wiederholt sich entsprechend der Anzahl der erforderlichen Masken. Der herkömmliche Bipolarprozess benötigt bis zu 10 Masken und Diffusionsschritte. MOS und der bipolare Collector Diffusion Isolation, kurz CDI-Prozess von Ferranti dagegen, brauchen nur die Hälfte dieser Arbeitsschritte, wodurch die Fertigung wesentlich einfacher und wirtschaftlicher wird. Die letzte Phase in der komplizierten Folge von Arbeitsgängen ist das Aufdampfen einer Aluminiumschicht auf die ganze Scheibe. Definiert als eine Leiterbahn, stellt die Aluminiumschicht die Verbindungen zwischen den Schaltelementen und ihren Eingangs- und Ausgangsanschlüssen her. Die Scheiben sind nun mit allen ihren verschiedenen Elementen fertig. Schaltung auf der Scheibe wird mit feinsten Spitzen kontaktiert und elektrisch ausgemessen. Die Spitzen simulieren die endgültigen Verbindungen. Ein Computer überwacht die technischen Daten der Bausteine. Er braucht dazu nur wenige Millisekunden je Einheit. Ein Diamantgriffel sägt oder ritzt die Scheiben zwischen den einzelnen Schaltungen an. Die Scheibe wird in Chips mit den einzelnen Schaltungen zerteilt. Die Mutterscheibe kommt auf eine Gummiunterlage, die so gedehnt wird, dass die Anordnung der Chips erhalten bleibt. Je nach Art der Schaltung kann jede Scheibe Hunderte bzw. Tausende von Chips ergeben, von denen jeder einzeln weiterverarbeitet werden muss. Die Chips bekommen Anschlüsse nach außen. Zunächst werden die Chips auf einem Halter montiert. Die Rückseite eines jeden Chips wird auf eine goldplattierte Zone legiert. Kontakt bildet eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung. Das montierte Chip wird durch feinste Golddrähtchen mit dem Metallrahmen verbunden. Dieses Anbinden erfolgt durch Wärme und Druck im Thermokompressionsverfahren. Nach einem anderen Verfahren verwendet man zur hermetischen Einkapselung Aluminiumdraht in Ultraschallschweißtechnik, die eine hohe Temperatur erfordert. Das Prinzip des Kontaktierens kann auf viele verschiedene Haltertypen angewendet werden. Von kleinsten Mikro-E-Transistoren über Hochfrequenz-Leistungstransistoren
bis hin zu komplizierten LSI-Chips. Nach dem Kontaktieren werden die winzigen Plattformen endgültig eingeschlossen und geschützt. In diesem Anwendungsfall werden die Halter in Plastik-Dual-Inline-Gehäuse eingekapselt. Die Bausteine sind nun fertig und zu eingehenden elektrischen und Umgebungsprüfungen bereit. Sie werden zum automatischen Test in kleine Halterungen eingesetzt. Zur Herstellung von Micro-E-Bauelementen werden sämtliche Transistoren in einem Kunstharzblock eingekapselt, der in einzelne Micro-E-Bauelemente geschnitten wird. Wieder werden sie zur leichten Identifizierung und Handhabung in Halterungen eingesetzt. Nur vollautomatisierte und computergesteuerte Testeinrichtungen können mit der Produktion Schritt halten. Testprogramme können je nach Bedarf durch Eingabe neuer Daten mittels Lochstreifen geändert werden. Die elektrischen Daten werden genau überprüft. Jeder Testautomat kann bis zu 3000 Bausteine in der Stunde prüfen. Nachdem Qualität und Funktion für in Ordnung befunden wurden, werden die Bausteine sortiert und mit dem entsprechenden Typenaufdruck versehen. Ausgewählte Bausteine werden unter normalen Betriebsbedingungen Monate und Jahre auf ihre Stabilität geprüft. Die routinemäßige Zuverlässigkeitsprüfung an kunststoffummantelten Transistoren hat bereits über 50 Millionen Bauelemente-Stunden erreicht. Ferranti-Bauelemente werden unter härteren Bedingungen geprüft, als sie im normalen Betrieb anzutreffen sind. Ein Sondertest erfolgt an Sonnenzellen, die ebenfalls durch die Verarbeitung einer einkristallinen Siliziumscheibe entstehen. Nun verlassen wir die miniaturisierte Welt der integrierten Schaltungen und kehren in die Wirklichkeit zurück, wo Ferranti-Bausteine zum Nutzen der Menschheit vielfältig eingesetzt werden. Der letzte Teil des Films zeigt uns eine Reihe von Anwendungsbeispielen. Elektronische Steuersysteme werden auf vielen uns vertrauten Gebieten eingesetzt. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, benötigt zum Beispiel die Haushalts- und Unterhaltungselektronik ausgereifte, aber kostengünstige elektronische Bausteine mit optimalen Leistungen. Ein anderes Beispiel ist die elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung. Ein kleiner, wirkungsvoller Baustein, der im Vergleich zu diskreten Ausführungen leicht und wirtschaftlich herzustellen ist. Der Brettaufbau wird in seine integrierte Version bestehend aus Siliziumkomponenten übergeführt. Eine Ausführung, die als Brettschaltung begann, ist heute in unseren verkehrsüberlasteten Städten im Einsatz. Sie verringert die Luftverunreinigung und erhöht die Motorleistung der Fahrzeuge. Golfar Zero to Tango, reference all cars 3 of today. The vehicle is now travelling north A1, over. Ferranti-Bauelemente werden auch in der neuen Generation von Nachrichten- und Fernmeldesystemen eingesetzt. Hochfrequenz-Leistungstransistoren für eine Richtfunkverbindung. Oder lichtempfindliche Bauelemente zur Überwachung der Straßenbeleuchtung. Die zeitlich festgelegten Funktionen und die Lichtempfindlichkeit jeder einzelnen Fotoschaltung werden vor Inbetriebnahme geprüft. Die vom Dunkelpegel ausgelöste Überwachung arbeitet vollständig automatisch. Die heute benötigten hohen Stückzahlen stellen neue und weitreichende Anforderungen an den Hersteller.
Spezielle Fertigungseinrichtungen ersetzen heute weitgehend die menschliche Arbeitskraft und ermöglichen günstige Montagekosten bei optimaler Qualität und Zuverlässigkeit. Die automatische Produktion hat bei der Herstellung von Ferranti-Transistoren der Baureihe E-Line einen technischen Höchststand erreicht. Der Fertigungsprozess umfasst Schnelllegieren und automatisches Anschweißen. Ein Grundprinzip von Ferranti ist gute Zusammenarbeit mit den Kunden, die durch ständige Beratung über die vorteilhafte Anwendung von Standardbauelementen gewährleistet wird. Zur Entwicklung von kundenorientierten Schaltungen steht ein hervorragendes Spezialistenteam bereit. Ein weiteres Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit den Kunden ist das universelle Logic Array, eine Entwicklung unter Verwendung des CDI-Prozesses, wodurch die Vorteile integrierter Schaltungen nach Kundenwunsch einem größeren Anwenderkreis kostengünstig zugänglich gemacht wurden. Das universelle Logic Array ist ein serienmäßig gefertigtes Standardprodukt, bei dem lediglich das endgültige Verbindungsmuster zu entwerfen ist. Entsprechend den Logikanforderungen des Kunden wird ein spezielles Verdrahtungsmuster, ein Metallisierungsmuster, angefertigt, das alle erforderlichen Verbindungsleitungen beinhaltet. Diese einzige Metallisierungsschicht macht aus dem Standard-Array von knapp 200 Logikzellen eine neue integrierte Schaltung, in diesem Fall zur Steuerung der Nadeln in einer elektronischen Strickmaschine. Die Anwendung eines ULA-Bausteins in Verbindung mit einer Computersteuerung ermöglicht es, Informationen in der Reihenfolge zu ordnen, die für den einwandfreien Betrieb der Maschine notwendig sind. Der Erfolg des ULA-Bausteins auf diesem und anderen Gebieten wie Datenverarbeitung, Vervielfältigung, Verkaufsautomaten, Personensuchanlagen, Batterieladegeräten, Kameras und vielem mehr zeigt von neuem die Vielseitigkeit des CDI-Prozesses als integrierte Schaltungstechnik. Rationelle Fertigungsverfahren garantiert durch elektronische Steuerungen. Leistungsstarke Analogsysteme verwenden winzige Mikro-E-Bauelemente. Ihre Größe beträgt nur ein Viertel normaler E-Line-Gehäuse. Ihre Hauptanwendung liegt bei den Dick- und Dünnfilmschaltungen für die Konsumelektronik und die Medizin. Einige davon werden in größerem Umfang in Herzschrittmachern eingesetzt. Andere erfüllen militärische Aufgaben, zum Beispiel im Jaguar. Die Zuverlässigkeit und Qualität sämtlicher Bauelemente muss auch den Anforderungen des militärischen Bereichs gerecht werden. Kundenorientierte, integrierte Schaltungen bieten Sicherheit auch bei den Aufgaben der militärischen Verteidigung. Ferranti-Bauelemente werden im Swingfire, einem Langstrecken-Panzerabwehrsystem der britischen Armee, verwendet, ebenso wie im Seawolf, Rapier, Sea Dart, Blowpipe, Martell, Exocet und Sparrow. Verteidigung zu Wasser ist unter anderem ein kompliziertes Problem digitaler Datenverarbeitung. Die Abschätzung der Bedrohung, die Steuerung der Reaktion, also folgenschwere Entscheidungen, sind mit der Zuverlässigkeit von Ferranti-Halbleitern eng verknüpft. Aircraft, engage!
Mit jedem Anwendungsfall, gleich ob beim kompliziertesten Problem, bei geringen oder hohen Stückzahlen, wachsen die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Ferranti-Bauelementen in dem Maße, wie die Größe der Schaltungen kleiner wird. Sie sind Wunder der Miniaturisierung in einer ständig expandierenden Welt zum Nutzen der gesamten Menschheit.